Hallo und willkommen zurück beim Widerstand gegen Skynet. Terminator Resistance zusammen mit Ben. Hi. Ben. Kommt nicht wieder. Der motiviert mich ja. Toll. Oder meinst du den Gegner? Der Gegner wird nicht wiederkommen. Na, hoffentlich. Ich hoffe es auch. Hast du diesen riesen Dreckskerl gesehen? Nein, ich habe nichts gesehen. Ich muss hier weiter im Übrigen. Ich muss nämlich... Nee, hier war es nicht. Guck mal, da hinten in der Ferne leuchtet er noch. Ich muss zur Kreide. Warte. Ihn da, meinst du? Da weiter oben da, oder? Ja, nee, jetzt schon da hinten, wo du hingeschaut hast. Und da unter der Lampe drunter war er. Echt? Da, so links, am Haus. Naja, ist ja nicht so wild. Tatsächlich. Oh, da läuft er. Oh, was hat er dann da noch angeschrieben? Beware statt welcome, ja. Beware. Okay, dann... Irgendwie mal in dieses Gebäude noch anderweitig rein. Das scheint ja jetzt hier das Ziel mit der Kreide zu sein. Komme ich hier durch? Hier komme ich nicht rüber. Unsichtbare Wände verhindern das. Ja. Na gut, dann probieren wir es mal hier rum. Das glaube ich nicht. Ich glaube, jetzt entfernst du dich. Irgendwie schon, ne? Ja, du musst schon ins Haus rein. Irgendwie. Ins Haus rein running, meinst du, ja? Ja. Probieren wir es mal. Ah, da ist der Dicke. Hier unten. Da ist eine Tür, ja. Verrammelt und verriegelt. Ah, ja. Was? Wie ist das denn gemeint? Oder vorne, von da oben. Oder da oben, ja. Okay, ich gucke erstmal. Oh je. Ich komme hier irgendwie nicht drum rum. Ey, ich komme vor allen Dingen nicht rüber. Hallo. So. Ich würde mal sagen, es ist sinnvoll, so weit wie möglich weg zu sein, dass der einen vielleicht nicht sieht, dass ich hier nur so ein kleiner Punkt am Horizont bin. Gleichzeitig. Ich glaube, da kannst nicht nah genug ran. Ach so. Ey, wie soll man denn das schaffen? Man muss den irgendwann von hinten erwischen, ja? Mit dem Foto. Gerade wird er gar nicht angezeigt mit meinem Modus hier. Da ist er doch. Ah, der sieht mich aber sowas von auf die Entfernung. Wie schnell das... Shit. Kann ich ihn so fotografieren? Nein. Kein Geheimnis. Ja, er muss sich umdrehen. Ich kann ihn nur von hinten erwischen. Ach du Scheiße, ey. No. Schrecklich, na, was ranzoom, steht da? Ranzoom. Du musst ranzoomen. Gut, reicht. Drück ab. Got it. Direkt. Sending it right now. Boah. Well done, Private. Now proceed with your main objective. Main Objective? Okay, ich hol die Kreide. Alles klar. Oh, 2 Punkte bekommen? Wow. Krass. Uff. Warum auch immer 2? Das verstehe ich jetzt. Habe ich eigentlich die Punkte schon gemacht? Was wollte ich machen? Hacken wollten wir doch machen. Hacken 2, genau. Genau, habe ich jetzt noch gar nicht. Wollte ich eigentlich direkt am Anfang der Folge machen, schon wieder vergessen. So, Hacken 2 aktivieren hatten wir besprochen. Da du jetzt noch einen zusätzlichen Fähigkeitspunkt bekommen hast, du wolltest ja Rucksack, hast du überlegt, noch weitermachen. Genau, danke, dass du mich daran erinnerst. Der Rucksack muss erweitert werden. Denn er ist recht voll. Jetzt hat er hier noch eine Reihe bekommen. Okay. Ja. So, Kreide. Kann ich hier rüber hüpfen oder gehe ich da rum, ist die Frage. Oh, du musst da rumlaufen. Du musst warten, bis er sich wegdreht. Meinst du, ich schaffe das nicht so? Das, oh Gott, okay. Also wenn du den Duckjump deines Lebens machst, dann vielleicht. Scheiße, dieses Vieh ist echt ekelhaft. Geht's da überhaupt Gott, durch? Ich muss da richtig rumlaufen. Scheiße, okay. Ja, das ist die andere Frage. Hier geht's nicht rum. Verdammt. Okay. Oh Gott. Hier vielleicht. Ich muss hier komplett rumlaufen. Oh, der soll hier runterlaufen. Scheiße. Dem Biest willst du dich nicht anlegen. Selbst wenn du so einen Plasmabehälter sprengst, das reicht wahrscheinlich nur für 12% oder so. Oder 5, ja. Hallo. Der kommt direkt auf dich zu, ne? Genau, jetzt, ja, geht er nämlich hier runter. Okay. Shit. Jetzt kannst du dich verziehen. Tu es, bevor es zu spät ist. Aber ich komme doch hier auch nicht rum. Hier komme ich auch nicht rum. Das gibt's doch gar nicht. Wie komme ich zu diesem Haus? Sehr verrückt. Der sieht dich! Scheiße. Du bist tot. Ah ja, ist gut, ja. Der soll erstmal. Kannst die Kiste noch. Der soll erstmal 3 Häuser in die Luft jagen. Dann sprechen wir weiter. Welche Kiste?
Ja, da, wo du gerade dran warst. Ich mach die Tür wieder zu, dann kommt er hier nicht rein. So. Guck, alles safe. Safe ja, House. Hat sich schon wieder abgeregt. Werkbank. Speichern. Ich kann speichern, alles safe. So. Musik hat sich auch beruhigt. Da krabbelt wieder was. Ey, ich will dieses blöde Haus mit der Kreide, verdammt. Also tendenziell würde ich mich jetzt gerne rechts halten und zurücklaufen. Irgendwie so. Also hier natürlich nicht. Jetzt gucke ich nochmal. Ob hier was... Ja, ja, das ist halt auch nicht die Möglichkeit, das gut auszukundschaften. Ja. Das ist echt blöd. Ja, noch was. Na? Okay. Liegt was unter der Treppe? Nein. Jetzt hat er auch schon wieder gespeichert. Interessant. Oh, was kraucht da alles rum? Oh Gott, oh Gott. Puh, ein Mann allein, ne? One-Man-Mission hier, so, Dietrich. Geht's noch höher? Oder wieder runter? Was sind das hier? Kam ich hier schon lang? Kam ich hier rein? I don't know. Ja, hier kam ich rein. Die Tür ist wieder... Ach nee, die ist nicht wieder zugegangen, die habe ich ja zugemacht. Das war ja ich. Würde schon sagen, ist die von selber wieder zugegangen? Nein. Er hat die verdammte Tür zugemacht. Echt? Welcher Idiot war das? Keine Ahnung wieder. Oh, hier ist der Ventilator runtergekommen. So. Mal gucken, ob wir hier... Nee, hier ist nichts. Machen wir die Abkürzung, die Freiluftabkürzung genommen. So. Ja, Robo, normale, okay. Oh. Oh. Aha. Direkt über dir ist auch so ein Ziel, ne? Ah. Gar nicht so weit weg. Hier knarzt schon wieder alles. Hilfe, Hilfe. Du, 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 du. Ja, sonst schieß doch mal auf die Stützpfeile. Dann kommst du auch schneller ans Ziel. Erstmal Konzentration hier, so. Dann kommt das Ziel zu mir, ne? So ist es. Ah, und begräbt mich. Warte mal, ja, da oben? Vielleicht ein komischer Nebeneffekt, aber hey. Das wird ja echt interessant. Muss ich hier hochkraxeln? Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Tomb Raider-mäßig? Irgendwo muss hier noch eine Treppe sein. Okay, Lara, beruhig dich. Und bevor mich hier wieder einer sieht, irgend so ein Fetti, check ich mal kurz die Lage. Boah, ich okay. Hoffe, da ist nur einer von denen, ey. Ja, reicht, ne? Jetzt ein Problem, ne? Oh, das sind Turrets. Weil hier ist ordentlich was los. Hier ist, hier geht's noch richtig. Ah! Achso, das ist. Sieht der dich? Durch die Wand durch. Ja, Dach gerade. Da hoch? Aha, es ist du musst oben, hast du gesehen? Oben über die Stahlpfeile musst du dann. Also nicht über den, sondern da rechts oben. Ja, erstmal da hinkommen, wa? Moment. Ja, du musst aufs andere Gebäude irgendwie. Hä? Hast du es nicht gesehen? Nee. Also ja, genau da. Und jetzt theoretisch geradeaus. Und dann rechts über dir müsste jetzt die Verbindung sein. Was hat der für ein... Rechts über mir? Ja, da... Glaube ich. Ja, schön wär's, ne? Ey, das kann doch nicht sein. Wo soll ich denn hier hoch? Tja. Gab's hier muss nicht irgendwie ein Treppenhaus noch? Ja, irgendwo muss doch hier ein Treppenhaus sein. Hier kam ich ja her. Oder war ich noch nicht ganz hochgelaufen? Ach, guck mal, hier ging's noch höher. Na dann, guck ihn dir an. Failmaster 5000. Alter, der ist echt ekelhaft. Der ist ganz schön groß, ja. Den brauchst du dich nicht anlegen. Hm. Komm jetzt. Aber hier müsste jetzt einen Weg geben. Ja. Guck mal, der ist safe. Das kann schon passieren. Aber ich muss ja noch höher. Es ist. Okay. Ist doch was? Jetzt wird's langsam weird, ne? Okay, ging das Treppenhaus noch höher? Geh doch mal das Treppenhaus ganz nach oben. Ja. Ah, da liegt links noch eine Tasche. Erstmal wollte ich mal hier. Halt, Tasche. Tasche? Oder, ah, nee. Ach, das meintest du. Ist ja gar nichts. Okay. Okay. Zurück. Voll unnötig. Hä, warum? Wie hat der mich gesehen jetzt? Der will dich halt unbedingt. Der weiß, wo du bist.
Sagt sich Gock mal her, mein lecker Mäulchen. Wahrscheinlich weiß der auch, wo mein Auto steht. Und wo dein Bett schläft. Ja, ich weiß noch nicht mal, während ich noch nicht mal weiß, wo ich hochgekommen bin. Hier ist das Treppenhaus gewesen. Okay. Jetzt aber mal bitte Jans nach oben. Bitte. Ich hätte eigentlich nur konsequent das Treppenhaus einmal hochgehen müssen, ne? Stattdessen gucke ich hier überall. Aber du wärst nicht du, wenn du nicht du wärst, ne? Ja. Die Jenny wäre nicht die Jenny, wenn sie nicht die Jenny wäre. Ja, ne? Falls du kennst. Kenn ich schon. So, was gibt's denn hier? Ach so, wieder so ein Ausguck. Ah, ja, nochmal fotografieren hier. Foto. Hier. Was schlecht? Ach so, ich durfte ja nicht ganz ran. Perfekt. Perfektamente. Da hinten ist noch, aber... Achso, hier. Anderes Fenster. Oh, was verlangen die von mir? Muss ich auch noch mich für ein Fenster entscheiden? Kann ja wohl nicht wahr sein. Kommunikationsantenne. Ja, das finde ich aber auch ein bisschen... Wo stand's gerade? Schrecklich. Finde ich auch nicht nett, ja. Ich gebe mir hier Mühe. Dann kriegt man so eine Bewertung. Gut. Schlecht. Hier gibt's nur gut. Hier gibt's kein Perfekt. Aber gut reicht ja. Also ich würde auch sagen, gut sollte ausreichend sein. Vor allen Dingen, ich muss mal sagen, zwischen gut und schrecklich liegt nur eine Bewegung mit dem Mausrad, ja. So schnell kann's. Oh, perfekt. Ach so, kommt auch noch drauf an, wo ich genau mich hier aufhalte. Ah, ich muss das zentrieren wahrscheinlich. Perfekt. Okay, es ist schon echt krass, die Mission hier. Also hier muss man gucken, wo man bleibt. Da ist so eine Spinne. Die dürfte ja jetzt kein Thema mehr sein. Ja, würde ich auch sagen. Moment. Ich hatte doch hier... Long Range. Na gut, habe ich jetzt nicht so gut ausgenutzt. Weiter. Du hast die Reichweite. Gib ihr. Das stimmt schon. Wo ist sie hin? Oh, er lädt nach. Ach, die hat's ja gleich. Oh. Stahlpfeiler. Da war irgendwo noch ein Plasmabehälter. Ich dachte, ich erwische den. Na, da unten wäre es gewesen. Naja. Ja, gut. War eigentlich schon daneben, aber ursprünglich war sie ja nicht da. Wollen wir runtergehen? Ja, jump again. Oh. Ach nö. Tod. Es gibt Fallschaden. Das wolltest du doch immer mal rausfinden, ob es falsch hat. Schön. Die Bezeichnung die Bezeichnung ist falsch. Ich wurde nicht terminiert. Höchstens von meinem eigenen Skill. Ach, scheiße. Das ist halt die Frage, wann das Spiel das letzte Mal von selbst gespeichert. Ich hoffe, er hat gerade gespeichert, wo ich das Zeug fotografiert habe. Ja, das hoffe ich ja auch gerade wirklich. Wo bin ich? Ja, da, wo du fotografiert hast, oder? Ja. Okay. Ja, cool. Dann wird jetzt die Spinne wieder da sein. Das ist nicht so schlimm. Oder? Ja, sonst war ja nichts anderes. Die ist noch nicht mal da. Guck mal. Ich sehe keine. Oh, okay. Okay, dann gehen wir jetzt etwas vorsichtiger hier runter. So. Ganz unten raus. Oh. Hä? War das nicht vorher ein intaktes Treppenhaus? Alles knarzt schon wieder. Ach, hier. Nein. Hier bin ich lang. Ah, okay. Aber ich will den Sprung jetzt auch geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier schaffe. Huch. So. Nicht zu dem Dicken, sondern in die andere Richtung. Speicher. Und man, ja, einmal speichern, bevor hier wieder was schief geht. Okay, dann jetzt ungefähr in die Richtung. Mal versuchen, das Haus dort zu erreichen. Ja, da ist sie. Okay. Ich weiß nicht, was der für ein Range hat, aber ich kann ihn ja auch mal aktiv angreifen. Das wäre ja auch was. Weil man die auch immer so schön hacken kann, aber da hinzukommen. Aber das ist halt wieder so ein Posten, ne? Ach so, so ein... okay. Ja. So, da läuft er. Ah. Okay, ich versuche... Wenn die Spinne gerade nicht hier... Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo ich raus soll hier. Das ist ein bisschen nervig. Von der Seite mal probieren. Man muss ja irgendwo anfangen, das ist ja das große Problem. Huch. So. Ja, so findet man auch mal wieder was. Okay, in die Richtung ist nichts. Da habe ich fotografiert. Hier ist Dead End. Dachte ich, da kommt eine Spinne oder sowas. Fast das Auge dran aufgepiekt. Das ist doch gefährlich. Lässt noch sowas hier auf der Straße rumliegen. Eben. Muss man doch ein bisschen aufpassen. Gibt's denn hier keinen TÜV? Anscheinend nicht.
Bei denen ist der TÜV gebombt. Explosion, weißt du? Okay. Jetzt sieht man die Spinne wieder nicht. Auf dem Radar. Da hinten ist sie. Oder? Nee, das ist ein Plasmawelt. Wo ist die denn? Die ist doch hier rumgelaufen. Die war irgendwo rechts. Ja, ja, ne, hier, ne? Irgendwie da hinten. Aber hier ist nichts. Ich höre schon wieder irgendwas stapfen. Da ist sie doch. Oh, ja, shit. Komm, wenn es jetzt eh schon nah dran ist, du hast ja die richtige. Ich sehe nichts, aber sie ist hin. Hat's einer gemerkt? Uff. Ja. Oh Gott, zu allen Seiten. Was ist denn das hier für ein Gebiet? Furchtbar. Pasadena. Das wird langsam echt hässlich. Ich will ja noch das Hauptziel da machen. Aber ich habe noch... Oh, ich bin schon längst an diesem Kreidekram. Wo war denn das? Hier. Guck mal, ich bin... Hier bin ich nicht reingekommen, ne? Dann bin ich hier vorbeigelaufen. Ich komme von keiner anderen Seite ran. Das muss hier gewesen sein. Ja, so verrückt. Habe ich irgendeine Tür übersehen? Muss irgendeine Tür übersehen haben, ja. Rollt. Oh, das... Also, jetzt latsche ich nicht zurück, aber vielleicht zwischen den Folgen mal. Oh. Ha, wer sieht mich? Wer, wo, was, wie? Hinter dir. Nein. Du bist wahrscheinlich gleich tot. Oh, das, okay. Das ist ein Tee. Ach, gleich tot. Ich kann ja erstmal wegrennen hier. So, guck mal. Ich bin ja ganz gut zu Fuß. Wenn die nicht wissen, wo ich rumkrauche, dann klappt das vielleicht. Ja, und hier in das Haus gehen sie, glaube ich, nicht rein. Da kannst du dich mal heilen. Hast gut Schaden gekriegt. Oh ja, machen wir ein großes? Ja, gleich ein großes. So, sehr gut. Guck mal, die wissen schon gar nichts mehr. Das ja, was ist denn jetzt dein Plan? Wo willst du jetzt als nächstes hin? Das ist nicht der Druide, den ihr sucht, wollte ich jetzt erstmal noch sagen. Okay. Ja, was ist der Plan? Das ist eine gute Frage. Anekdote. Hauptziel, oder? Ja, dann. Wobei Hauptziel erledigen, ohne diese Kreidegeschichte gemacht zu haben, ist ja auch doof. Ja, die Frage ist halt, was passiert, wenn du das Hauptziel erreicht hast? Musst du dann wieder zurück? Und läufst dann eher an allen Nebenmissionen vorbei, oder? Ich trau mich jetzt mal was. Scheiße. Okay. Ich will diese Kreide haben. Ich will Kreide! Schieß mir in den Rücken. Ich glaube, du kannst den Kampf gewinnen. Ich nehme das Messer. Stimmt. Ich hab, wozu hab ich denn? Fuß. Headshot ins Knie mache ich. Ach, ich renne jetzt. So weit ist es ja gar nicht weg. Hoffentlich hat hier nichts irgendwie gespawnt. Respawnt. So, wo geht der Scheiß hier auf? Wo geht's hier rein? Oder vielleicht irgendeine Garage Wand unten sprengen oder so. Ach so. Das ist doch absurd. Dann versuch mal, geh mal gegenüber. Was ist das? Oh. Oh. Ich hätte jetzt noch vermutet, weißt, dass du gegenüber irgendwie nach unten musst und dann durch den unterirdischen Tunnel irgendwie von unten hoch. Das war jetzt noch eine Idee, aber... Das ist schon den mega ausgetüftelten Plan, ja. Oh. Ja, Gott, schon. Das knarzt hier schon. Ich habe versucht, mich in die Psyche dieses Patrick reinzuversetzen. Oh. Ich glaube, das ist naheliegend, dass es hier ist. Ja, ich denke auch. Komme ich hier wieder hoch? Über eine andere Ecke wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Dietrich, na gut, Kreide ist gut bewacht. Ah, ah. Sauber. Ja, das ist noch keine Kreide, okay. Was hat er denn hier? World Trade Center, Empire State Building vielleicht? Das sieht nach Empire State Building aus. Ja. Ist ja ein Zeppelin. Ist aber ja schon länger her. Wahrscheinlich hat er hier Dings nachgezeichnet. Wie heißt King Kong? King Kong, ja. Ja. Okay. Was ist denn hier los? Nicht viel. Hm. Aha. Ah, das ist, glaube ich, ist das nicht so, es gibt in Toronto so einen Tower, ne? Das könnte der sein, wenn ich mich nicht irre. Ist das Toronto? Das ist doch dieses... Oder Sydney? Toronto oder Sydney, Hauptsache Italien. Ich verwechsel die immer. Toronto, das... Nee, was würdest du sagen, was das ist? Kennst du den genauer? Ich...
wusst's mal, auch aus welcher Stadt das... in Infamous 2 ist das die Hauptstadt, also die Stadt, wo das spielt. Und da kannst du auch diesen Turm hochklettern. Das ist ein riesiger Funkturm. Das ist natürlich cool. Stoffe Altmetall. Och Mann, ich will Kreide haben. Handelsressourcen. Gib mich die Kreide. Nix Kreide. Überall Zeichnungen. Ja, keine Kreide. Ja, yeehaw. Ein großer Sturm wird kommen. Oh yeah. Ah ja, das ist... Ja, gut, das ist ganz klar. Hm. Ah, das sind vielleicht die Atombomben, die fallen, ne? Ach so, ja. Stimmt. Ey, wie lange die mich in diesem Gebäude hinhalten können, bis ich so eine blöde Kreide finde, ja? Ja, was geht da? Ja, schon wieder. An imagination you've got there, Patrick. Okay. Naja, nee, ist deiner. Okay. Ah. Ah, ja. Ja, das ist deiner. Wer, wo? Was ist da hinten? Ah, scheiße. Ah. Was ist das denn wieder? Irgendwas Fettes? Wahrscheinlich der Große wieder, oder? Ich hab grad, mir fehlt die Orientierung. Ich guck da genau hin. Oh ja. Okay, es ist tatsächlich der Große. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, was hat der für ein... Ach ja, stimmt, ich bin ja hier in dem... Was hat der für einen krassen Range? Ist ja voll heftig, dass ich es überhaupt geschafft habe, den zu fotografieren. Oh. Palmen. Ah, guck mal. Alter, Packung. Okay. So. That should do it. Also kein Mensch würde umgeben von 20 Millionen T-800 und einem T-47 versuchen, Kreide zu organisieren für ein kleines Balk, oder? Das wäre dann doch, also das wäre keine gute Kosten-Nutzen-Rechnung, sag ich mal. Ja. Das Interessante ist, in meinem Verständnis der Terminator-Evolution war es immer so, je niedriger die Zahl ist, desto weniger entwickelt ist er. Aber man sieht ja an dem T-47, dass er doch ganz schön gefährlich ist. So, das kann ich mich, glaube ich, mal trauen. Sie haben auch vorgesagt, dass das die neueste Entwicklung überhaupt sei. Von den großen Läufern. Ich probiere jetzt mal was, ob ich die andere Seite rumkomme. Na, T-47 klingt halt nicht wirklich weit entwickelt. Ich muss mal sagen, ich fand die... War das wieder eine Ratte, die hier gefiept hat? Da, tatsächlich. Okay. Sich immer in den Autos fest, ne? Ja. Ich fand die Dinger in Terminator 3 total schrecklich. Das sollte natürlich zeigen, dass es so die ersten Entwicklungsstufen waren, aber die sahen echt nach billig Plastik aus. Ja, fand ich auch. Voll schlecht gemacht. Also da ist ja Boston Dynamics schon weiter heutzutage. Guck mal, gibt's hier was? Dietrich. Okay, aber nur der. Nur der. Ja, mehr gibt's halt für dich nicht, ja? Zumindest ohne Dietrich an einen rangekommen. Oh, ein Kistchen. Mhm. Hackerkistchen. Ach so, da hacken wir mal wieder. Oh je, mine. Okay. Das war machbar. Mhm. Ist jetzt gut. Ah. Ja. Knöpfchen. Easy. Easy. Easy peasy, lemon squeezy. Ist gar keiner mehr unterwegs. Nur Raketen, macht dir nichts. Ach so. Du bist nicht das Ziel. Aber ich frage mich, auf wen die ganze Zeit schießen. Ne? Ist halt Krieg. Ja, ist halt Krieg. Immer mal einen abfeuern, wird schon irgendwo richtig treffen. Das kannst du vielleicht abends im Schlafzimmer machen. Nimm mal einen ab. Einer trifft bestimmt, ja. Einer trifft bestimmt. Einer von ein paar Millionen ist vielleicht erfolgreich. Ich verrenne mich hier schon wieder mit dem ganzen Loot-Kram, aber solange hier noch was rumliegt. Aber Loot tut gut, vertrau mir. Ah, hier sind wir wieder. Okay. Ja. Wo der Flammen... Achso, Plasma-Wetter. Wo der Flammenheini war, wollte ich sagen. Achso.
Ja, aber wolltest du da nicht lang? Ich wundere mich, wo ich hier gerade... Ah, hier haben wir irgendeine Folge angefangen, beziehungsweise aufgehört. Das war hier unten. Ich will so ein bisschen im Kopf den Kreis schließen, weißt du? Hier hätte ich sogar eine Treppe nehmen können. Interessant. Okay. Ah, hier waren wir fertig. Da ist eine Kiste. Aber die leuchtet grün. Waren wir da schon dran? Nee. Meine an. Das war jetzt nicht super wichtig, aber... Noch ein bisschen Munition. Können wir gerade machen. Schaden tut's nicht. Okay, Kreide war erledigt. Jetzt mal hier hoch. Oh, cool. Immer wieder mit dem Licht. Ach ja, hier war der erste Aussichtspunkt. Das war das. Und was ich jetzt eigentlich probieren wollte, war, ob ich in dieses Lager reinkomme, ungestraft. Ich würde schon gern so infiltrieren und hacken. Das ist schon ziemlich geil. Ah, er wieder. Mann! Also der Fette ist echt. Ist echt die Härte. Der hat es zu wörtlich genommen mit dem Everybody's Welcome hier. Oh. Ja, genau. Da sieht er einen ja auch sofort. Wobei, will ich hier um die Ecke gehen? Egal, wo du hingehst, dein Kumpel ist immer. Ja, aber echt, ey. Weg, weg, weg. Auf gar keinen Fall da aufmachen. So, hier hinten ist nichts mehr, würde ich sagen. Okay, dann gehen wir mal hier rum. Vielleicht auch mal hier rein. Oh. Er wäre jetzt da oben irgendwie. Hat mich schon wieder gesehen, mein Gott. Durch die Wand einfach. Echt, ich gehe hier rein. Achso, hier geht's nicht weiter. Toll. Ja, doch, da geht's schon weiter. Wenn du musst, dann geht's hier weiter. Durch die Wand oder was? Nee, durch die Toilette. So, also nächstes Ziel, das Auto da vorne. Mhm. Wenn er gerade mal auf dem... Naja, komme ich auch nicht so richtig lang. Boah, ich muss an dem Kerl vorbei. Echt, das ist... Ich bin schon am äußersten Rand der Map hier, ne? Sieht man, hat man gerade gesagt. Leute, nein, das ist nicht feige, das ist Taktik. Und jetzt geht's rund. Naja, doch nicht. Gott. Ach doch, er guckt in meine Richtung. Ich dachte, er hätte sich umgedreht. Ach du Scheiße. Jetzt läuft der auch noch hier hin. Also ich finde so einen Schuss in Ehren. Ein Schüsschen, ja? Ein Schüsschen, ja. Gerade dann, wenn er sich umdreht in seinen Rücken. Das ist, ja, wie so eine Mücke. Dann. Jetzt renn aber du. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich das nächste. Da kannst du, glaub, noch was Dietrichen, oder? Oh Gott, ja. Oh Scheiße. Hier in Ruhe Dietrichen. Ja. Oh, ja, 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 ja. Entspann dich. In Ruhe. Oh. Na? Da waren noch Stimmen dabei. Das war alles. So, wie geht's denn jetzt hier in die Richtung weiter? Oh, der ist echt schlimm. Da ist noch so ein Krankenwagen. Man muss auf jeden kleinen Winkel aufpassen, ne? Wo der einen sehen könnte. Hier zum Beispiel zwischen den Autos wieder. Da hast du recht, auch doof. Erst schießen, dann fragen. Ich bin immer noch dafür. Jetzt quatsch mich da nicht rein. Aber bitte mit der Schrotflinte. Wer? Irgendwas sieht von links, von links. Ach Gott, so eine Scheiße. Guck mal, siehst du? Gott sei Dank hast du gedietricht. Ja, stimmt. Oh Gott. Den Krieg hättest du jetzt nicht gern angefangen. Oh Kacke, ich will eigentlich da lang. Na dann renn. Naja, da ist jetzt der 800er scannt da gerade schön. Ah, okay. Eigentlich will ich auch Dietrichen, muss ich ehrlich sagen, aber gut, probieren wir es mal. Ja, das ging doch. Sammeln und kannst du dann nochmal kurz da reinspringen. Ich kann erstmal hier eine Ecke suchen. Hacken? Wo hacken? Ja, rechts neben dir. Ach, das ist Hacken tatsächlich. Okay. Das scheint wieder einfach zu sein. Sehr einfach, ja. Stand dran. Ja. Aber der Loot, der wird dann wahrscheinlich nicht so geil sein. Na, dann gehe ich wieder zurück. Nach links. Müsste man mal machen. Easy.
Ja, ein bisschen Munition. Nichts Weltbewegendes. Wo war denn jetzt der andere? Da, der hier. Wenn du dir das Geschütz holen könntest, ne? Das ist schon mega nice. Oh, schwer daran zu kommen, ey. Ja. Aber wo ist denn das? Und dann da rein, ne? Ja, du musst erstmal reinkommen irgendwie. Du wirst gesehen vom Großen. Ah, oh Gott, ey. Ist mir alles zu heiß. Wir müssen hier Schluss machen. Ja. Damit habe ich es eigentlich gesagt. Also, in der nächsten Folge werde ich mal versuchen, ob ich da reinkomme. Ich will schon gerne. Ich will die alle... Ah! Infiltrieren. Mann, wo soll ich denn noch hin? Schieß auf ihn! Jetzt hör auf. Tu's. Beim nächsten Mal vernichte ich den. So einfach ist es. Leute, so, also. Bis dahin. Tschüss. Ciao.